Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maggie Mittwoch. Wir sind depressiv. Jetzt ist es raus. Musst du schreien? Kannst du das nicht normal sagen? Ja, das musst du raus. Ja, die Stimmung ist in der Tat ein bisschen geknickt gerade. Wir haben sehr viele Außenstände, wir haben sehr viele Rechnungen, die bezahlt werden müssen. Und das ist manchmal sehr schwer, macht einen schlaflose Nächte. Jetzt ist wieder Anfang des Monats, Gehälter, Raten, dies, das, muss alles beglichen werden. Und das ist ziemlich doof. Noch dazu bedrückt mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen YouTube, weil viele Leute die Hintergründe gar nicht kennen, weißt du? Und viele rufen an und sagen, ja, es gibt viel wichtigere Dinge zu bezahlen oder zu kaufen und du holst dir lieber einen Bagger oder du holst dir lieber, keine Ahnung was, lässt deine Maschinen lackieren oder was weiß ich, aber die sehen gar nicht, dass ich A, viele Sachen wirklich zum halben Preis kriege, dass ich B, viele Sachen schon vor Monaten oder gar sogar ein Jahr oder was bestellt und fertig gemacht habe. Das hat gar nichts mit der jetzigen Situation zu tun. Viele sehen auch gar nicht, dass Leute auch ankommen und sagen, ey, pass auf, keine Ahnung, zum Beispiel, ich lackiere den Radlader kostenlos, dafür machst du einmal Werbung für mich. Die kennen die ganze Hintergrundgeschichte nicht und denken, ich schmeiß mir Geld um mich und kauf Sachen. Nur wenn du ein bestimmtes Ziel vor Augen hast, dann musst du auch alles geben, um dieses Ziel zu erreichen, auch wenn es manchmal schwer ist. Und wenn da keine Tür ist, dann musst du eben mit dem Kopf durch die Wand. Aber ich versuche immer, dieses Ziel irgendwie zu erreichen. Denn hätte ich damals schon, wie viele sagen, ah, oh, Gottes Willen, Radlader, 800 Euro im Monat, nee, das ist viel zu teuer, das mache ich nicht. Hätte ich jedes Mal so reagiert. Was meinst du, wie oft ich irgendwo unterschrieben habe und war zu diesem Zeitpunkt pleite, komplett pleite. Ich bin zum Konto, ich habe 80 Euro auf der Bank gehabt und habe mir eben, keine Ahnung, was, einen Minibagger gekauft oder einen Radlader gekauft. Der Schuss kann nach hinten gehen, muss er aber nicht. Und das ist einfach so ein Bauchgefühl. Und ich hatte ein bestimmtes Ziel vor Augen, mit gewissen Menschen und Personen diese Firma zu führen und mit gewissen Gerätschaften. Und jetzt bin ich da, wo ich bin. Und versuche das Ganze jetzt gerade so ein bisschen zu halten und das ist momentan echt schwer. Also auch mit YouTube, ich stelle mich echt schwer im Moment YouTube-Videos zu machen, weil viele Leute denken, zum Beispiel, ich kriege noch 500 Euro von ihm, er bezahlt mir nicht, aber holt sich einen neuen Greifer. Aber die wissen gar nicht, dass ich zum Beispiel einen Greifer geschenkt kriege und den anderen Greifer nur die Hälfte bezahlen und die Rate läuft aber erst nächstes Jahr. Und weißt du, das zum Beispiel jetzt, das sind alles Sachen, die Leute nicht kennen. Und das stellt mich dann so ein bisschen ins Kreuzfeuer. Aber gut, das sind Sachen, da muss man durch. Habe ich mir das ausgesucht, ne? Naja, wir wollen ja auch nicht in die Debütstimmung verfallen. Oder war das gerade eine Trine? Wir wollen jetzt mal anfangen mit Magermittwoch. Ja, ich wollte es nur einmal begründen. Und jetzt lassen wir die Frage starten. Von Jelias 14. Frage: In welche Richtung willst du später? Gehst du hinein wie Abbruch oder Tiefbau oder was anderes? Also was für eine weiteren Richtungen möchtest du noch gehen mit deiner Firma? Also ich will das natürlich weiter ausbauen. Irgendwann möchte ich vielleicht nochmal einen Meister haben oder einen Meister einstellen, dass wir auch nochmal speziell in den Straßen- und Tiefbau gehen können. Im Moment war mein Ziel, Abbruch zu machen, Erdbau, Pflasterarbeiten, sowas. Und ich wollte nämlich das ganze Paket abdecken, dass es jetzt so schnell ging, damit habe ich nicht gerechnet. Erschreckt mich manchmal selber, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe manchmal wirklich Nächte, wo ich wach liege und denke, Alter Schwede, was willst du noch alles machen? Aber das war mein Ziel, das habe ich jetzt erreicht. Jetzt geht es darum, das zu halten. Also erstmal haben wir jetzt ein großflächiges Gebiet abgedeckt, von Abbruch über Tiefbau, über Erdbau, Pflasterarbeiten, Sandplatten. Wir können ja praktisch alles aus einer Hand. Wir können ja den Abbruch machen, wir können die Baugruben machen, wir können die Sandplatten machen, Drainage, Schächte, Auffahrt, Pflastern, wir können ja jetzt alles. Und das war mein Ziel, ne? Dass wir das erreichen. Also jetzt erstmal wollen wir nicht weiter streuen, jetzt gilt es darum, das Ganze ein bisschen zu binden und nach vorne zu schauen und das Ganze jetzt nach vorne zu bringen. Ja. Okay. War's das? Jo, Phantom fragt, wie viel Überblick hast du noch, wenn du fast täglich mit sehr hohen Summen jonglierst? Gut, also das darf man eigentlich nicht sagen, aber das geht in dieser Sendung ja auch darum, also Sendung in diesem Format ja darum, auch mal die andere Seite zu zeigen. Und ganz ehrlich, hat man mal gar keinen Überblick. Das ist mehr als schlecht und das ist auch mehr als bescheuert.
Ich habe aber eine ganz, ganz süße Dame hier sitzen, auf die ich mich 1750% verlassen kann, die das Ganze im Überblick oder im Blick hat und sich darum kümmert, weil ich selbst schaffe es nicht. Du bist auf der Baustelle, du bist am Telefon, du sitzt auf dem Bagger, weil einer krank ist, du fährst LKW, du kommst da nicht gegen an, du schaffst es nicht. Also ich kann dir nicht sagen, natürlich, man hat das schwarz auf weiß, man kann genau sagen, wie hoch ist man verschuldet oder wie viel hat man investiert, wie viel kommt rein, wie viel geht raus, das geht. Aber so aus dem Kopf raus, man kann zwar grob überschlagen, aber was jetzt jeden Tag auf dem Konto abgeht, tut mir leid, kann ich dir nicht sagen. Also du hast da gar keinen Überblick mehr. Du hast auch keinen Überblick über die Leute. Manchmal komme ich auf eine Baustelle und sage, ey, wo ist der und der? Der hat doch Urlaub. Ach so. Oder du kommst auf eine Baustelle und redest mit zwei Leuten, dann kommt auf einmal ein Dritter aus dem Dixie und dann denkst du, hä, wo kommt er denn? Der war die ganze Zeit schon hier. Also du hast wirklich keinen Überblick. Oder Maschinen. Fährst irgendwo durch die Feldmarke und steht ein Bagger an der Seite. Du guckst, wo steht ein Bagger hier? Steht ja schon eine Woche. Scheiße. Hast du nicht mehr auf dem Schirm. Du verlierst den Überblick. Rüttler, du hast so viel Flex, das, Scheiben, dies, das. Du verlierst den Überblick komplett. Das ist einfach so. Darum brauchst du Leute, auf die du dich verlassen kannst, die das Ganze zusammenhalten. Ja, das ist so. Frage, wirst du in Zukunft auch mal Azubis einstellen oder? Nein. Eher nicht? Nein. Gut, sag niemals nie, ne? Das weiß ich natürlich nicht. Wenn ich jetzt einen Meister einstelle, also ich persönlich darf nicht ausbilden, aber wenn ich einen Meister einstelle, der sagt, ey Digga, wir ziehen das Ding durch, dann kann das natürlich passieren, aber ich weiß nicht, also was ich so sehe, was im Moment auf dem Azubi-Markt ist, das ist genau wie mit den Angestellten, das ist ganz, ganz schwer, da Leute zu finden, auf die du dich verlassen kannst, weil die top sind. Also weil die nichts drauf haben, wenn sie nicht einstellen. Ja, Digga, auch so, wenn du die so siehst, ne? Ich hab einen Kollegen, der ist Maurer, der bildet auch aus, er hat nur Ärger, ich schwör's dir, klar, du hast ein, zwei Leute dabei, die gut sind, ne? Aber die meisten kannst du knicken, die meisten, der eine kommt zu spät, der zweite verpennt viermal die Woche und das sind so Sachen, da reagiere ich ganz allergisch drauf und kann auch sein, dass du gute dabei hast und so weiter, aber ich persönlich, ich habe da auch keinen Bock drauf, also ich persönlich würde niemals ausbilden, A, weil ich es nicht kann, das ist auch gut so und B, weil das auch nichts für mich ist. Ich war nie gut in der Schule, ich bin kein guter Kaufmann, das ist alles nicht meins, also ich habe da keinen Bock drauf und ich will das nicht. Also ich würde jetzt, ich von mir aus sage jetzt nein, ich bilde nicht aus. Ich weiß nicht, ob ich mir das antun würde. Berufsschule, dann hier dieses, wie heißt das, dieses Chemiehefter, Berichtsheft, wo alles unterschreiben, gut, dafür hast du nachher den Ausbilder, der das macht. Kann sein, dass es so kommt. Ich habe damals auch gesagt, wir haben noch einen Bagger, nee, um Gottes Willen, der Mini-Bagger langt, jetzt habe ich 13 Maschinen auf dem Hof stehen. Weißt du nicht, also, aber ich persönlich würde jetzt sagen nein. Schade. Kannst du aufhören, vor der Kamera zu gehen? Das wäre ganz lieb, ja. Das kannst du gehen. Ey, Chef, bitte nicht an mir auslassen. Ey, wir haben zwei große Baustellen verloren, Leute. Zwei große Baustellen. Und dann eine Baustelle, die war so super groß, Alter. Nach dem Ding wären zwei Maschinen bezahlt gewesen. Haben wir echt verloren wegen Corona. Die Scheiße, wa? Ja. Auf Eis gelegt erstmal. Das war echt, das tat weh, ey. Muss ja erstmal wieder auffangen jetzt, weißt du. Und du hast dich ja auf diesen Auftrag konzentriert. Da war ja schon wasserfest. Und jetzt sagen sie, nee, wegen Corona Schichtbetrieb und fällt aus und auf Land und dann. Hey, woher hast du, wie hast du die ganze Kalkulation gelernt, also Angebote kalkulieren etc.? Bist du Meister? Hast du Seminare besucht oder hast du auf dem Seminar sowas? Ist überhaupt nicht. Mit College bloß. Wie war das nochmal bitte? Ja, aha, ja, danke. Kennst du diese Oberstreber so? Oder hast du dir das nach und nach selber beigebracht, also Learning by Doing, fragt René. René, blendest du die Frage mit ein? Ja. Da fällt mir ganz kurz mal eben eine Geschichte zu ein. Ich habe mir in der Berufsschule neben einer gesessen, so eine Kachbar, Alter. Da saßen wir da, ich schwör's dir, die Lehrerin sagt, wer kann mir denn erzählen, wie der Grundstein der... Ich sag, kannst du mal aufhören damit, sagen, du nervst richtig, Mann. Du kamst zu gar nichts. Sie wusste alles, sie konnte alles. Und dann, wenn die geredet hat, sie immer so. Dann saß sie immer so am Tisch und immer so. Immer so hat sie immer. Und dann immer so. Entschuldigung. Ja. Wie war das jetzt genau? Oh, ich geh da. Ich sag, halt die Fresse, sag ich zu ihr, Alter. Wie war das genau? Frag doch nicht zehnmal den Satz, aber froh, wenn das Maul hält vorne. Ich habe das nicht verstanden, okay? Und wenn ich was nicht akustisch verstehe, dann frage ich nach, Giovanni. Solltest du auch tun. Ja, und wer ist denn da durchgefallen? Ich. Oh, ich geh da, leck mich am Arsch, Alter. Da ging die Alte mir auf den Sack, ey. Oh, und ich musste neben der sitzen. Nee. Und da habe ich immer mit meinem Tischnachbar geredet und sie, weil dann guckte sie. Und dann sagte sie, wenn sie sich so still eigentlich. Und ich rede mit meinem Tischnachbar, dann kommt die Lehrerin. Ja, Giovanni, raus.
Hey, ich sag, warum soll ich raus? Ja, du hast geredet. Ich sag, ich hab nicht geredet, sie hat geredet, ne? Und die Lehrerin guckt, ich hab das genau mitgekriegt. Und sie dann steh ich so auf und dann macht sie so, beim Rausgehen so. Guckt sie mir so böse hinterher, in der Pause kam sie an und sagt sie, wir beide sind keine Freunde mehr. Ich sag, warum? Das ist Betrug. Ich sag, was ist Betrug, sag ich. Ja, du wolltest der Lehrerin sagen, dass ich geredet habe. Weil ich weiß ganz genau, dass ihr die ganze Zeit geredet habt. Und ich habe von dieser Stunde nichts verstanden. Und wenn ich meine Prüfung nicht schaffe, dann sehen wir uns wieder. Und dann machst du dich so. Kennst du das, wenn die so mit bösem Blick? Ich denke, die... Noch stolz drauf. Heute ja, Alter, die Fotze, die war so... Was ist aus ihr geworden, weißt du? Ja. Ja? Die, ich weiß gar nicht, die ist glaube ich... Herbertstraße. Ja, her? Nee, Digga, die war richtig. Die, vergiss es mal. Bevor du die alte Vögel... So viel Heroin gibt gar nicht. Die, ich glaube, die war zum Schluss in der U-Kolonne. Unkraut hat sie gezupft. Ehre. Ja, sie hat's geschafft. Jo, so wie Baukurb. Baukurb ist der Beste. Du wirst auch noch schaffen, denke ich. Jo, alles klar. So, wie war die Frage nochmal, bitte? Jo, dann geht's weiter. Warte mal, die Frage haben wir nicht beantwortet. Haben wir nicht? Nee. Die noch beantwortet. Achso, warst du nicht auf dem, ob du auf dem Seminar warst? Achso, ja, genau. Ob ihr das beigebracht hast mit dem Kalkulieren und so. Nee, okay, genau. Also ganz kurz nochmal abschließend zu dieser Frage. Ich war niemals auf dem Seminar. Da treibt mich auch nichts hin. Natürlich ab und an jetzt als Geschäftsführer musst du da hin und musst das ein oder andere mitmachen. Bleibt nicht aus. Aber ich war auch in der Berufsschule, irgendwo sitzen, zuhören, ist einfach nicht meins. Also ich hätte auch niemals gedacht, dass ich einen LKW-Führerschein schaffe. Die Kalkulation, ich bin ganz ehrlich, ich habe einen guten Bekannten, der jetzt bei mir in der Firma ist, den habe ich jedes Mal gefragt, wenn ich was zu kalkulieren hatte. Klar, gewisse Sachen kannst du, aber um sicher zu gehen, bin ich jedes Mal zu ihm gerannt, habe gesagt, du, kannst du mir helfen? Und er... guckt mich an und sagt, wobei denn? Ich sage, ich muss ein Angebot machen. Oh Mensch, das kannst du mittlerweile alleine. Ich sage, ja. Da habe ich das aufgeschrieben und ich persönlich, ich brauchte immer noch einen, der mir sagt, ja, ist gut. Oder der sagt, ey, kannst du noch mal ein bisschen mehr oder weniger machen, ne? Weil die Erfahrung einfach gefehlt hat. Und da hat er mir eigentlich bei geholfen. Ne? Und das Beste war mit meiner Selbstständigkeit die Idee, ich bin zur Berufsschule gegangen, als wir Abschlussprüfung hatten. Und da war ich der Einzige, der hingegangen ist mit einem Bagger, T-Shirt und Jacke. Und sagt die Lehrerin, ja, was ist das denn? Wie bescheuert ist das denn, der Bagger mit einem Bagger? Ich sage, ja, ich mach mich selbstständig. Ich sage, hab schon Gewerbeschein geholt. Und dann guckt sie, sagt, ich will erstmal sehen, dass du deine Prüfung schaffst. Nein, natürlich nicht geschafft. Aber ich war der Erste und Coolste, der dann mit der eigenen Jacke saß. Und dann bin ich als Angestellter losgegangen nach der Ausbildung, 6-7 Monate. Und dann habe ich mir so gedacht, ey, die Kollegen untereinander gelästert, Streit, Alter, hau ab. Und dann... rumgescheut, ja, mach hier zu, mach den Bauzaun auf, feg die Straße, mach dies und er sitzt den ganzen auf dem Bagger, die dicke Ratte da, Alter. Und ich hab mir gedacht, ey, weißt du was, das, was der kann, ne? Kalkulieren, wie viel Boden und, ey, das lernst du in der Schule, das kann jeder. Länge, Höhe, Breite, Kubikmeter, 1,2% Verdichtungsdings da, alles, die du dazu rechnen musst, das sind so Sachen, die kann jeder, weißt du, Dichte von Beton, Sand, wie viel Tonnen das wiegt, was du bestellen musst. Das sind Sachen, die lernst du in der Schule. Wenn du da aufpasst, dann ist das kein Problem. Und da hinterher eigene Baustellen. Und dann habe ich gekriegt, ey, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 15 Euro oder sowas. Und da habe ich mir hinterher gesagt, nee, ich mache mich selbstständig, ich habe da keinen Bock drauf. Also mich da stressen, jeden Tag um 5 Uhr mit Magenschmerzen zur Arbeit. Und da habe ich mir geschworen, das meine ich. Das kann ich auch selber. Da brauche ich keine Firma für, die mich psychisch und körperlich kaputt macht. Dann tue ich mir den Stress selber an und weiß wenigstens wofür. Ja, und jetzt sieht man ja das Ergebnis, ne? So. Also ich war nie in der Schule und das hat mir auch nie einer gezeigt. Ich hatte aber Hilfe, das muss man dazu sagen, fairerweise. So wie Baukorb, sonst hätte ich kein YouTube. Tja. Ich liebe Baukorb. Tja. Können wir ein Herz machen? Ganz so kurz. Ich sag nur Lolli! Jo, das war's von Magga Mittwoch. Tschüssikowski. Und nächstes Mal ist wieder Depri. Depri-Mittwoch. Depri-Mittwoch. Lass das doch umbenennen.